Aventurin, das finde ich auch besonders geil. Das ist eine etwas kleinere Wohnanlage. Die Preise sind ein bisschen höher als bei dem eben. Der Standard ist vielleicht auch ein bisschen höher. Und wir haben hier besonders viele Annehmlichkeiten. Zum Beispiel, das ist besonders, gibt es von jedem Penthouse eine private Treppe auf die Dachterrasse. Das ist sehr unüblich auf Nordzypern. Bei den meisten Projekten hast du bei den Wohnanlagen pro Wohnblock quasi eine Treppe, die auf die Dachterrassen führt, die man sich teilt mit allen anderen Penthouse-Besitzern. Oben sind natürlich die Dachterrassen wieder unterteilt, aber die Treppe rauf ist oft gemeinschaftlich. Und hier haben wir eben private Treppen bei allen. Das finde ich schon mal besonders gut. Die Preise standen bei 130.000 britische Pfund und bei den größten Einheiten, das sind einmal die 2 plus 1 Penthäuser und die 3 plus 1 Gartenapartments, starten die Preise bei 360.000 britische Pfund. So wird es aussehen. Wir sind noch komplett off-plan. Fertigstellung im Dezember 2026. Kleinere Wohnanlage, die sind ein Jahr schneller als die davor, also werden Ende übernächsten Jahres fertig. Wie gesagt, 88 Einheiten, ungefähr 200 Meter vom Meer entfernt. Gute Infrastruktur schon drumherum. Wir sind ein bisschen näher an Girne, zeige ich euch gleich. Und wir haben hier richtig viele Annehmlichkeiten. Für so ein kleines Projekt muss man echt sagen, wahnsinnig viele Facilities. Zum Beispiel auch 6 Outdoor-Pools. Gut, ich zeige euch mal wieder Videos. Falsche Richtung. Hier sind sie. Das übrigens, wo das Bild hier gerade auf ist, das hier ist genau gegenüberliegend. Hier seht ihr die Küstenstraße. Und auf diesem Gelände hier entsteht der neue Yachthafen in den nächsten Jahren. Das ist jetzt zumindest schon genehmigt. Es werden aber noch Investoren gesucht. Also keiner weiß genau, wie lange es dauert, aber irgendwann wird es da einen Yachthafen geben. Da ist die Küstenstraße und dahinter, ein Stückchen nach hinten versetzt, entsteht das neue Wohnprojekt. Schaut mal. Ja, hier haben wir am Anfang erstmal noch mal so ein paar allgemeine Impressionen von Nordzypern mit drin. Und hier geht's los mit dem eigentlichen Wohnprojekt Aventurine. Ja, mitten in der Golden Mile. Schöne Lage an der Küste. Golfclub ist nicht weit entfernt. Viele andere wichtige Dinge auch gut zu erreichen. Hier nochmal ein paar Impressionen. Also viele Facilities, Outdoor und Indoor. 88 Units auf 10 Blöcke verteilt, diverse Pools und super Aussichten, vor allem von den hinteren Blöcken über den Pool auf das Meer. Schöne Größe finde ich, nicht zu groß, nicht zu klein, übersichtlich und trotzdem hat man alles, was man braucht. Da vorne nochmal der Yachthafen und hier haben wir nochmal die Facilities einzeln aufgelistet. Also alles vor Ort, obwohl es eine kleine Boutiqueanlage ist. Nochmal ein paar Interior-Bilder. Das sind die Loft-Apartments. Hier haben wir nochmal Badezimmer, alles ganz modern. Und das war's auch schon. Also, habt ihr ein bisschen einen Einblick bekommen von Aventurin? Jetzt gibt es noch mal viele schöne Bilder. Also, man hat ja den Eindruck, dass man direkt am Meer ist. Aber in Wirklichkeit ist hier die große Straße dazwischen. Also, groß ist übertrieben. Das ist keine Autobahn, das ist eine zweispurige Straße, wo schon Autos fahren, aber jetzt nicht irgendwie extrem wild. Das wird aber die nächsten Jahre nicht weniger. Ne? Das ist klar, habt ihr ja gesehen, wir sind in einer beliebten Gegend. Ach, warte mal, hatte ich euch die Map überhaupt schon gezeigt? Nee, also, da gehen wir mal kurz hin. Hier war Prince de Valais. Jetzt sind wir, ich blende mal eben die Sachen hier, die zusätzlichen Geschichten wieder aus. Jetzt sind wir hier weiter im Westen. Und zwar zur Orientierung, hier ist Essentepe, das eigentliche Dorf Essentepe. Der ganze Großbereich Essentepe ist natürlich noch drumherum. Und um nochmal ein bisschen weiter rauszugehen, hier haben wir zum Beispiel den Golfclub. Ne? Der ist noch ein bisschen weiter im Westen. Und hier drüben haben wir die Stadt Girne. Also, zack, gehen wir wieder rein.
Gegenüber, wie gesagt, soll der große Yachthafen entstehen, nämlich genau hier. Das wird der ganze Bereich vom Yachthafen. Und hier entsteht das Projekt. Also wir sind hinter der Straße, aber, habt ihr einen Blick eben schon gesehen, wir sind zum Meer nur 210 Meter ungefähr, also Luftlinie 210 Meter entfernt. Und dahinter, diese Gegend kenne ich sehr, sehr gut, weil hier habe ich mal gewohnt für 1,5 Jahre, bevor diese Wohnung, in der wir jetzt sind, fertig war. Und ich bin hier immer in den Bergen spaziert und gejoggt und es ist einfach mega geil. Also der Strand hier unten ist ganz toll, also man kann da ganz, ganz toll schwimmen. Das bleibt ja auch, ne? Hier kommt der Yachthafen hin, aber das hier bleibt einfach Strand und Küste. Und hier in den Bergen ist es mega, mega, mega schön. Also, Aventurine, sehr, sehr schön gelegen, aber das werdet ihr schon sehen, die Straße ist nicht weit entfernt von den vorderen Einheiten. Ich weiß nicht genau, wie nah die hier ranbauen werden, aber es geht auf jeden Fall bis hier hinten hoch. Also, wer Ruhe haben will, muss auf jeden Fall hier nach hinten. Da ist es okay, weil die Häuser davor schlucken natürlich auch ein bisschen Lärm, aber ich denke, sogar hier hinten wird man die Straße leicht hören. Also, wenn jemand extrem lärmempfindlich ist, dann ist es nichts. Wenn ihr sagt, ach nee, komm, da hinten ist kein Problem, dann gerne. Hier vorne musst du schon hart im Nehmen sein, würde ich sagen, weil da werdet ihr die Straße hören. Zum Vermieten ist das manchmal egal, weil die Leute, die hier zum Urlauben kommen, die sind oft eh unterwegs und müsst ihr natürlich angeben dann bei Airbnb oder wo ihr vermietet. Aber viele sagen sich, das ist egal für die Woche oder so, wenn ich da mal eine Straße höre. Das ist natürlich sehr geschmäcklerisch. Ich kann es gar nicht ab, ich bin da sehr empfindlich. Aber andere sind da ein bisschen entspannter. Na, hier seht ihr es nochmal. Also die Straße führt schon direkt an dem Grundstück vorbei. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wo genau die Häuser anfangen. Aber ich würde nicht direkt ganz vorne an die Straße gehen. Also ein bisschen weiter oben ist definitiv besser. Und hier, das sind schon die ersten Geschichten von dem neuen Yachthafen. Die sind allerdings nicht neu, sondern die haben sie schon vor 10 Jahren oder so mal angefangen. Da hatten sie schon mal gedacht, die könnten den Yachthafen bauen. Dann haben sie gemerkt, nee, das Geld reicht gar nicht aus. Dann haben sie wieder aufgehört. Ja, also insgesamt vor 16 Jahren wurde der Yachthafen schon besprochen sozusagen und letztes Jahr wurde er jetzt endlich genehmigt. Ja, nachts sieht das Ganze so aus. Oh, guck mal, haben wir hier Zitronenbäume oder Birnen? Auf jeden Fall viel Obst auf dem Grundstück. Ja, es gibt natürlich auch Sportmöglichkeiten, die sind hier hinten nochmal mit dran. Und wir haben auch so einen schönen Eingangsbereich. Also sehr ästhetisch alles, wie ich finde, auch schöne Gartenanlagen. Und sie haben natürlich auch noch die Lofts. Was heißt natürlich? Sie haben noch die Lofts. Auch die darf man heutzutage nicht mehr bauen. Das heißt, die haben die Genehmigung letztes Jahr schon gehabt. Ja, also heutzutage würde man die nicht mehr kriegen. Loft heißt ja immer über 2 Ebenen. Da ist oben noch so ein halbes Schlafzimmer. Zeige ich euch nachher im Grundriss. Und die sind natürlich insofern cool, weil du eine besondere Höhe hast fürs Schlafzimmer und vor allem für die Dachterrasse. Und wir haben hier Penthäuser mit Loft und Penthäuser ohne Loft. Also ihr habt die freie Auswahl. Und hier sehen wir den schönsten Whirlpool, den ich jemals in einer Präsentation von Nordzypern Immobilien gesehen habe. Das finde ich ist echt mal ein Whirlpool. Ne? Meistens sind das so komische Plastikschüsseln und ich denke mal, wer will denn so einen hässlichen Whirlpool haben? Aber den finde ich richtig cool. Ich habe natürlich sofort gefragt, was der kostet. Konnte man mir noch nicht sagen. Es hieß dann erst wieder, naja, das wird ja noch 3 Jahre dauern und bis da oder 2 Jahre bis dahin werden sich die Preise ja verändern. Aber wir versuchen es jetzt mal herauszufinden. Ich habe noch keine finalen Kosten, aber ich finde den cool. Ja, also von oben hat man natürlich dann von den hinteren Einheiten und auch von den seitlichen Einheiten hier natürlich einen super schönen Meerblick. Da siehst du natürlich auch dann gar nicht unbedingt, dass eine Straße dazwischen ist. Nachts alles schön beleuchtet. Die Pools, dadurch, dass das Land ja abfallend bzw. in andere Richtung ansteigend ist, haben die auch so Wasserfälle mit eingeplant. Auch schön. Gibt natürlich auch hier so einen Barbereich, wo man sich dann treffen und aufhalten kann. Restaurant wird es auch geben. Und das hier hinten sind meine Lieblingseinheiten. Also wenn ich da mir was aussuchen würde, dann wären es diese hinteren Einheiten. Das sind die C-Blöcke, die über die Poollandschaft aufs Meer schauen. Das ist natürlich schon sehr, sehr nice. So, also hier noch ein paar Fakten. Gesamtfläche 18.560 Quadratmeter, 88 Einheiten, 10 Blöcke. 106 Parkplätze, also mehr Parkplätze als Wohneinheiten. Auf Nordzypern muss jedes Apartment einen Parkplatz haben, aber es gibt natürlich auch noch Besucherparkplätze. Fläche der Pools insgesamt 702 Quadratmeter und wir haben natürlich auch solche Geschichten wie Spielplatz, Tennisplatz. Das ist hier hinten, ne, diese Zusatzfläche.
So, wir sind in Essentepe, das hatten wir natürlich schon. Hier nochmal der Ausblick und noch ein paar Impressionen. Hier wieder die Loft-Penthäuser über zwei Ebenen. Das macht natürlich ein schönes Bild, ja. Zum Vermieten sage ich immer, sind die Lofts super, weil wenn du das zeigst, ist es halt so schön Instagrammable. Aber zum Leben muss man sich das genau überlegen, wenn man mit mehreren Leuten drin ist zumindest, weil du hörst natürlich unten in der Küche, was der oben im Schlafzimmer macht, beziehungsweise vor allem auch andersrum. Das ist halt immer die Frage, wie praktikabel das ist. Ja, das haben wir alles schon gehabt. Hier kommen jetzt nochmal die unterschiedlichen Blöcke. Also es gibt A, B und C Blöcke. Die A-Blöcke sehen so aus. Die sind hier relativ weit vorne. Die Straße in dem Fall ist oben, also hier vorne. Da haben wir die Studios in den A-Blöcken mit, ich sage jetzt mal immer netto, also die eigentliche Fläche, 45,5 Quadratmeter. So sind die vom Aufbau. Studio ist ja wieder alles in einem Raum. Plus Terrasse 8 Quadratmeter, plus Garten. Die haben den Garten hier tatsächlich auch nochmal mit den Quadratmetern dazu geschrieben. Das finde ich ganz cool. Das machen die meisten anderen nicht, aber hier hast du eine Quadratmeterzahl. Da weißt du also genau, das ist dann tatsächlich der zu dir gehörige Garten. Dann haben wir die One Plus One Loft Penthäuser. Die wiederum sind super für die Vermietung. Netto-Grundfläche sind 57 Quadratmeter. Wohnzimmer plus Küche, Badezimmer, Terrasse, Schlafzimmer und 25 Quadratmeter Dachterrasse. Das kommt nochmal on top. Das ist natürlich immer gut bei den Penthäusern. Ne? Du hast diese Dachterrasse einfach dazu. Dafür fehlt dir halt der Garten. Ist immer die Frage, was man will. Ach so, und mal ganz kurz auf den Grundriss nochmal. Du hast hier unten ebenerdig das komplette Wohnzimmer mit eben Küche und so weiter und Badezimmer. Und dann kannst du hier die Treppe hochgehen, kommst oben raus und hast hier dein Schlafzimmer mit einer Glasbalustrade, wo du runterschauen kannst ins Wohnzimmer. Und das ist nochmal die Dachterrasse. Gut, dann haben wir hier ein paar Bilder. Da seht ihr auch, wie die Treppe hochgeht. Finde ich sehr schick gelöst. Ist mal ein bisschen anders als die meisten anderen. Auch, dass du hier oben, hier seht ihr, dass du noch so eine Kante hast, die nach vorne geht, finde ich auch ganz cool. Ne? Dann kommst du noch näher ran hier an die Fensterscheibe, kannst vielleicht noch ein Bürostuhl und Schreibtisch hinstellen oder so irgendwas, nicht nur das Bett. Das finde ich eigentlich ganz smart. Und dann haben wir auch schon die B-Typen. Die sind jetzt quasi hier im mittleren Bereich zu finden. Da haben wir One Plus One Garten-Apartments mit 56 Quadratmetern plus 15 Garten und 8 Terrasse. Also auch wieder 15 Gartenfläche, finde ich auch gut. Bei den Penthäusern haben wir 71 Quadratmeter. Das sind aber die Two-Plus-Ones, ganz wichtig. Two-Plus-One-Penthäuser, 71 Quadratmeter. Terrasse 5, die ist nicht groß, aber Dachterrasse 40. Das ist gut. Große Dachterrasse dabei. Auch hier wieder, ne, es ist wieder alles hier offen, also wieder Loft-Penthouse, also über zwei Ebenen. Und dann haben wir die C-Typen, das sind wie gesagt meine Lieblinge, die sind hier hinten, also weit weg von der Straße und bei den Penthäusern, vor allem die mittleren, hier gucken über den Pool aufs Meer, finde ich super cool. Hier haben wir jetzt aber erstmal die 3 plus 1 Garten-Apartments, die haben knapp 90 Quadratmeter insgesamt. Und auch hier haben wir eine Terrasse mit 16 dabei. Und Achtung, ein Garten mit 100 Quadratmeter. Wie kann das sein? Der geht hier außen rum. Das ist natürlich cool. Also für alle, die Garten lieben, 100 Quadratmeter Garten, das gibt es ganz, ganz selten. Das ist ein großer Vorteil. Beim C-Block habt ihr nur zwei nebeneinander, zwei Gartenapartments und zwei Penthäuser. Und dadurch halt diesen riesen Garten außen rum. Also ganz, ganz großes Highlight, 100 Quadratmeter Garten. Und oben drüber sind meine Lieblinge, die Two-Plus-One-Penthäuser. Die haben natürlich einen super coolen Blick. Die sind nicht allzu groß, haben 76 Quadratmeter. Für Two-Plus-One, ne, sind die Räume dann schon relativ klein. Und die kannst du hier auch sehen, ne? Ein Schlafzimmer 13,5, das ist groß, das ist das Master-Schlafzimmer, würde ich mal sagen. Ein anderes Schlafzimmer hat aber nur 9,2. Da wird es dann schon knapp für zwei Personen, also für zwei Betten oder für ein großes Doppelbett. Muss man schon genauer gucken, wie man es stellt. Aber jetzt kommt das Highlight. Die Dachterrasse hat 73 Quadratmeter. 73, ihr Lieben. Das ist natürlich auch riesig. Also die Gartenapartments, 100 Quadratmeter Garten. Die Penthäuser in den C-Blöcken, 73 Quadratmeter Dachterrasse. Das wären meine Lieblinge. Hier seht ihr auch nochmal ein paar Beispielbilder. Die Möbel gehören natürlich nicht dazu, aber zum Beispiel im Bad, die komplette Ausstattung, so wie ihr es seht, gehört dazu.
Hier diese ganzen Vertäfelungen, die Fliesen unten, die Beleuchtung und die Schränke, das ist alles im Preis mit dabei. Bei der Küche sind die Elektrogeräte nicht mit drin, aber die Küchenschränke und so ist natürlich auch alles mit dabei. Gut, Zahlungsplan. Ihr seht die Preise und das sind wirklich, wie gesagt, die allerersten Startpreise ab 130.000 bis 395.000. Fertigstellung Ende übernächsten Jahres und es gibt zwei Optionen für die Zahlung. Nummer eins, 5% Anzahlung für 4 Wochen ist quasi die Reservierung, könnte man auch sagen. Dann zahlt ihr nochmal 30%, dann habt ihr insgesamt die 35% für das Downpayment und die weiteren 65% bis zur Fertigstellung oder 45% bis zur Fertigstellung und die letzten 20% bis ein Jahr nach Schlüsselübergabe, aber mit 8% Zinsen. Das ist nicht besonders gut, aber ist für Nordzypern normal. Ne? Deswegen sage ich immer, wenn ihr finanzieren müsst, dann guckt lieber, dass ihr eine Finanzierung in Deutschland bekommt, weil auf Nordzypern ist das meistens zu teuer. Hier nochmal im Überblick, also hier ist die Lage, hier vorne entsteht der Yachthafen, daneben übrigens entsteht ein anderes Wohnprojekt, das heißt Casa del Mare, mit einem ganz tollen Beachclub auch nochmal zusätzlich. Ganz viel Infrastruktur ist dort schon und kommt noch zusätzlich dazu. Hier so seht ihr nochmal, wie die Anlage von oben aussieht. Was ich gut finde, die Autos sind alle außen. Ne? Da fährt jetzt kein Auto irgendwie in die Anlage rein. Trotzdem hat jedes Apartment direkt das Auto hinter der Tür. Also ihr könnt direkt bis zur Wohnungstür fahren, aber die Autos sind halt alle außerhalb und hier innen ist alles nur noch grün und Fußwege. Das finde ich sehr schlau gelöst. Hier nochmal von oben sehr viele Pools, sehr viele Facilities, schön angeordnet. Die vorderen, wie gesagt, Achtung, da habt ihr eine Straße davor. Wer Straßenlärm nicht mag, sollte hier vorne nicht investieren. Hier hinten seid ihr ganz gut aufgehoben. Aber ich denke mal, dass man die Straße, wenn man hellhörig ist, auch da hinten noch ein kleines bisschen hören wird. Da bin ich ja immer sehr, sehr ehrlich mit euch, weil ich bin da so selber so empfindlich und ich könnte das nicht haben, wenn ich die Straße zu laut höre. Also wenn, dann könnte ich nur in die hinteren einhalten. Ich glaube, ich habe eigentlich alles schon erwähnt. Wichtig ist, wie gesagt, nochmal der separate Dachzugang für alle Penthäuser. Das ist sehr außergewöhnlich. Bei den C-Blöcken, das sind meine Lieblingsblöcke, die hinteren, da sind die Treppen von den Balkonen aus, also von der ebenerdigen Terrasse zu der Dachterrasse. Und bei den Blöcken A und B, da sind es innenliegende Treppen. Ne? Also du kommst ja innen in die zweite Etage, in die Lofts rein und von dort gehst du dann nochmal weiter hoch auf die Dachterrasse. Also viele Facilities, Gym, Spa, Restaurant, Bar, Ladestation für Elektrofahrzeuge, es gibt ein Management Office, 6 Outdoor-Pools für so eine kleine Anlage ist das echt viel, Indoor-Pool, Tennisplatz, Kinderspielplatz und eine Autovermietung. Kann auch nicht schaden. So, Zahlplan hatten wir schon. Das ist die Preisliste. Mal gucken, ob das alles ist. Ja, genau. Das sind jetzt alle Einheiten, die ihr hier seht. Also die haben direkt alles auf den Markt geschmissen. Und das ist die gesamte Preisliste. Sind ja nur 88 Einheiten. Alles, was hellrot unterlegt ist, ist schon weg, reserviert oder verkauft. Alles, was weiß ist, und das ist noch das meiste, ich würde sagen, noch gut 2/3, wenn nicht sogar 3/4, ist noch verfügbar. Und wir haben noch die absoluten Startpreise. So, wenn jemand Interesse hat an diesem oder auch an anderen Objekten, gerne eine Anfrage schicken. Oh, I wanna stay right here.